Hallo, ich bin Christian, Gründer von Krotus Computer. Seit fast 9 Jahren fertigen wir mit viel Liebe zum Detail individuelle Gaming-PCs perfekt auf deine Wünsche abgestimmt. Überzeuge dich selbst und schau auf unserer Website vorbei. Es ist soweit. Die Welt kann aufhören, den Atem anzuhalten, denn endlich zeigt Rockstar Games erste Szenen aus GTA 6. 10 lange Jahre mussten wir uns nach dem Release von GTA 5 gedulden, um erste handfeste Infos zum nächsten Open-World-Meilenstein der britisch-amerikanischen Spieleschmiede zu bekommen. So richtig geplant war der Moment der Veröffentlichung allerdings nicht. Erneut gab es ein Leak und kurz danach erschien der Trailer dann auch auf dem offiziellen Rockstar-YouTube-Kanal. Nachdem sich die erste Aufregung jetzt gelegt hat, geht's für uns natürlich direkt an die Analyse. Denn schon in den ersten bewegten Bildern verstecken sich allerlei Details, Mysterien und etliche Infos. Daher haben wir das Ding mal Frame für euch auseinandergenommen. Habt ihr beispielsweise Cheetah, Stallion und das Ocean View Hotel entdeckt? Ein Geheimnis war es nicht mehr, dass es uns zurück nach Vice City verschlägt. Das haben schließlich schon die ersten Leaks im letzten Jahr verraten. Doch schon in den ersten Sekunden des Trailers erkennen wir den üblichen Look und einen immens hohen Detailgrad. Wenn die Kamera langsam über einen mit Autos, Bussen, Motorrädern und LKWs befahrenen Highway schwenkt, sehen wir in der Ferne außerdem ein Schnellboot, Vogelschwärme, ein Linienflugzeug und die Skyline des wundervollen virtuellen Miamis. Die Szenerie der untergehenden Sonne wirkt gemeinsam mit dem nebenher laufenden Song Love is a Long Road von Tom Petty absolut atmosphärisch. Übrigens sehen wir natürlich auch die ganzen Diskussionen. Ist das jetzt wirklich Spielgrafik oder doch nur CGI? Ja, da können wir nur sagen, Rockstar verwendet eigentlich nie CGI-Trailer, sondern immer Ingame-Sequenzen aus Cutscenes oder anderen Kamerafahrten. Schaut euch beispielsweise mal die Trailer von Red Dead Redemption 2 an. Da gab es die Diskussionen, ob das echt ist, nämlich auch schon. Im nächsten Augenblick zeigt uns Rockstar den Zaun eines Gefängnisses, in dem eine der beiden Hauptfiguren hinter Gittern sitzt. Auch hier sollten die Leaks recht behalten. Zum ersten Mal in der Geschichte der 3D-GTAs schlüpfen wir in die Haut einer Frau. Damals im allerersten GTA gab es nämlich auch schon 4 spielbare Protagonistinnen. In GTA 6 hört unsere Protagonistin auf den Namen Lucia, scheint lateinamerikanische Wurzeln zu haben und befindet sich laut eigener Aussage aufgrund von ziemlich viel Pech im Gefängnis. Zumindest lässt sie das auf Nachfrage bei einer Mitarbeiterin des Knasts verlauten. Alleine der kurze Ausschnitt lässt etliche Spekulationen zu. Sitzen wir mit Lucia also anfangs hinter Gittern und müssen in der ersten Mission ausbrechen? Gegen die Theorie spricht allerdings, dass wir auf dem offiziellen Titelbild an Lucias rechtem Bein eine Fußfessel entdeckt haben. Vielleicht werden wir daher zunächst auf einige Bezirke begrenzt, ehe sich die Stadt für uns im Verlauf der Story nach und nach mehr öffnet. Ganz klassisch GTA eben. Direkt im Anschluss folgt ein erster, äußerst lebendiger Shot der Südstaaten-Metropole. Darin sehen wir eine Yacht sowie ein Schnellboot und Jetskis durchs Bild düsen, eine Delfinschule, Wale, Vögel, einen belebten Strand und am Ende einen Blick über die Dächer der Stadt. Die nächsten Sekunden sind dann äußerst interessant. Neben einigen Hotels bekommen wir nämlich auch einen ersten Eindruck vom Umland. Ja, es geht erneut ins ländliche Gebiet, zum ersten Mal auch in Vice City. Zunächst brauchst ein Hovercraft durch die bekannten Everglades. Wie die im finalen Spiel heißen, wissen wir allerdings noch nicht. Direkt im Anschluss bekommen wir eine schöne Übersicht über das Wildlife im kommenden GTA. Da fliegen Flamingos durchs Bild, Alligatoren lauern im Sumpfgebiet und im Hintergrund tummeln sich noch einige Rehe. Wir werden also sicherlich wie in Red Dead Redemption 2 auch Tiere als Feinde haben und vermutlich sogar auf die Jagd gehen dürfen. Im Anschluss geht's zurück an einen extrem belebten Strand. Was direkt ins Auge sticht, ist erneut der hohe Detailgrad und eine gewaltige Vielfalt an unterschiedlicher Bademode und Hautfarben. Keine Figur ähnelt der anderen. Da gibt's durchtrainierte NPCs, dicke Hintern, dünne Hintern, große Menschen, kleine Menschen. Ah, wir könnten ewig so weitermachen. Mittendrin joggt ein Pärchen mit ihrem kleinen Hund, rechts filmt ein Typ seine Freundin bei einem kleinen Tänzchen und auf der linken Seite sprüht ein Mann eine Frau mit Sonnencreme ein. Ganz allgemein merken wir im kompletten Trailer, dass die Interaktion zwischen den NPCs deutlich mehr in Gruppen abläuft. Kaum einer läuft einzeln durch die Stadt, sondern meistens wird untereinander gequatscht. Das ist anders und vor allem glaubwürdiger als noch in GTA 5.
Nach einer Szene eines Bootsrennens durch den Hafen von Vice City bekommen wir einen ersten Eindruck von Nachtleben und Tuning-Treffen. Zunächst sehen wir eine Frau, vermutlich unsere Figur Lucia, in einem Auto tanzen, während sie aus einem anderen Fahrzeug gefilmt wird. Nach der kurzen Sequenz beim Tuning-Treff, inklusive Lowrider und gepimptem Motorrad, geht's in einen Stripclub. Da herrscht Party an allen Ecken und Enden. Menschen jubeln freizügigen Frauen zu und Champagner wird mit einem kleinen Feuerwerk serviert. Das Vanilla Unicorn aus GTA 5 stinkt hier schon ordentlich ab, wenn es um den Partyfaktor geht. Nachdem Vice City damals kaufbare Unternehmen eingeführt hat, ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir im Laufe der Geschichte bestimmte Einrichtungen erneut unser eigen nennen dürfen. Wie gewaltig die Spielwelt ausfällt, erkennen wir im wunderschönen Shot bei Nacht aus der Vogelperspektive. Rechts im Bild verlässt eine große Yacht das Stadtgebiet und in der Mitte erkennen wir Mautstation und Tennisplatz, was vermuten lässt, dass sportliche Aktivitäten zurückkehren. Im Hintergrund baut sich erneut ein Teil der Skyline Vice Cities auf. Da die Metropole direkt an der Atlantikküste liegt und etliche Inseln zum Stadtgebiet gehören, werden Boote, Helikopter und Flugzeuge um einiges mehr zum Einsatz kommen als noch im Vorgänger. Im nächsten Frame gibt's direkt nostalgische Einblicke. Die Party am Ocean Drive ist in vollem Gange und wir sehen etliche bereits bekannte Fahrzeuge aus der GTA-Reihe. Unter anderem steigt ein Mann aus einem Cheetah, dem virtuellen Ebenbild des klassischen Ferrari Testarossa. In Vice City war die Karre damals einer der schnellsten und auch in den letzten Teilen immer wieder beliebt bei Spielern. Die pinken Neonlichter dahinter verraten uns außerdem, dass wir erneut das Ocean View Hotel besuchen können. Gerade am Anfang von GTA Vice City spielte das Hotel immer wieder eine wichtige Rolle für unsere Aufträge. Eine kurze Szene im Anschluss zeigt weitere feiernde Menschen, die einer DJ zujubeln. Vielleicht befinden wir uns in dem Moment im ebenfalls bekannten Malibu Club, das lässt sich jedoch leider nicht ganz feststellen. Noch interessanter wird's beim kurzen Blick über einen Highway, der einige Inseln miteinander verbindet. Wer sich die Stadtkarte von Miami genauer ansieht, der kommt schnell zum Schluss, dass es sich dabei um den US Highway 1 oder auch Overseas Highway handeln muss. Der verbindet das Zentrum mit der malerischen Insel Key West. Für Touristen ein perfekter Ort, um zu schnorcheln und Korallenriffe zu besuchen. Es liegt also nahe, dass wir auch in GTA 6 in die Versuchung kommen, Ausflüge zum südlichsten Punkt Floridas zu machen. Außerdem kommen wir dort in der Realität am Key West International Airport und der Naval Air Station vorbei. Letzterer Ort ist eine Militärbasis und machen wir uns nichts vor, diese Gelegenheit lässt sich Rockstar nicht entgehen. Doch auf dem Frame entdecken wir noch viel mehr. Ein Wasserflugzeug, das sehr an den Dodo erinnert, fliegt durchs Bild. Ein gewaltiges Containerschiff zieht seine Bahnen entlang des Ufers und am oberen Rand entdecken wir noch einen Zeppelin. GTA 6 schreit in dem Trailer nach spielerischer Freiheit wie beinahe noch kein anderer Titel zuvor. Kommen wir aber mal zu den wohl auffälligsten Parts des Trailers. Die läutet erneut Lucia ein, die auf einer Terrasse, vermutlich für eine Kamera, posiert. Handyaufnahmen und Social Media spielen eine äußerst ausgeprägte Rolle in den 90 Sekunden. Der zweite Abschnitt des Trailers zeigt immer wieder Szenen aus Social Videos, Überwachungskameras und Bodycams von Polizisten. Wir sehen erneut eine Menge feiner Leute auf einem Boot, Werbung für eine Ranger-Organisation, die einen Alligator aus einem Pool fischt und einfach nur verrückte Personen auf den Straßen von Vice City. Schon in GTA 5 wurde über unsere Verbrechen im Radio berichtet. Außerdem gab es ganze Fernsehsendungen wie Fame or Shame. Rockstar könnte jetzt noch weitergehen und NPCs verwenden, die unsere Taten aufnehmen und diese Videos auf Plattformen teilen bzw. an Newsmedien weiterleiten. Alle Aufnahmen werden durch die Accounts der Leute deutlich persönlicher. Auch Anspielungen an reale Persönlichkeiten entdecken wir zwischendurch immer wieder. Nicht nur einmal lesen wir unter anderem von einem Leonida-Man, bei dem uns direkt der Florida-Man in den Sinn kommt. Auch eine alte Dame, die mit zwei Hämmern bewaffnet ist und sich nicht gerade freut, die filmende Person zu sehen, erkennen wir aus der echten Welt. Ein wenig später gibt's in einer spanischsprachigen TV-Show noch eine Meldung über einen Verbrecher, der dem sogenannten Miami Joker sehr ähnlich sieht. Ein stark tätowierter Mann, der schon mehrmals bei der Polizei auffällig geworden ist. Rockstar schnappt sich also Internetphänomene und verwendet die für GTA 6. Ein kurzer Ausschnitt aus einem Video des Thrillbilly Mud Clubs zeigt uns außerdem Mud Wrestling, sich betrinkende Leute und einen Monster Truck.
Vermutlich lässt sich hier im finalen Spiel ziemlich viel Spaß mit Kampf- und Rallye-Einlagen haben. Zum Ende des Trailers stehen erneut unsere Hauptfiguren im Mittelpunkt. Bisher ging es hauptsächlich um Lucia, doch nun taucht auch der andere, womöglich spielbare Charakter, mehrmals auf. Sollten sich die Leaks als komplett wahr herausstellen, handelt es sich dabei um Jason. In einer Szene flüchten die beiden im Auto vor der Polizei. Ihre Fluchtkarre ist vermutlich ein roter Stallion, da wir das Muscle Car kurze Zeit später auch von außen sehen. Während Jason lenkt, hält Lucia einen ordentlichen Haufen Geldscheine in der Hand. Der Moment spielt also wohl nach einem gelungenen Überfall. Am Straßenrand entdecken wir dabei Werbung für ein Medikament namens Angstipan. Kurz danach sind wir erneut Zeuge eines Raubs in einem kleinen Laden, in dem die bekannte Biermarke Pisswasser zu sehen ist. Dieses Mal wohl die alkoholfreie Variante namens Nein! Rockstar bleiben ihrer Linie also treu und bringen sämtliche klassische Marken zurück ins Spiel. In den letzten 20 Sekunden des Bildmaterials spricht Lucia mit Jason darüber, dass sie es nur als Team schaffen werden und fragt ihn in einem intimen Augenblick, ob sie sich vertrauen können. Jason bejaht das. Im letzten Shot sehen wir die beiden bewaffnet und maskiert einen Laden stürmen, ehe das offizielle GTA 6 Logo enthüllt wird. Natürlich in klassischen Vice City Neonfarben und Palmen im Hintergrund. Während des ganzen Trailers macht es den Eindruck, als wäre Lucia die treibende kriminelle Kraft hinter dem Duo, das stark an die Story rund um Bonnie und Clyde erinnert. Sie hat das Zepter in der Hand und schon allein ihr Auftreten macht sie zu einem äußerst interessanten Charakter. Wie das Zusammenspiel des Pärchens funktioniert, können wir noch nicht abschätzen, aber es wird spannend zu sehen sein, wie die Entwickler die Geschichte um die beiden Figuren formen. Als absoluten Schlusspunkt gibt's noch einen Hinweis zum Release-Termin. Coming 2025 heißt es in den letzten Sekunden, was bedeutet, wir müssen uns noch über ein Jahr gedulden. Doch glauben wir den veröffentlichten Finanzberichten von Publisher Take-Two, dürfte die Veröffentlichung für das erste Quartal des Jahres geplant sein. Schließlich erwartet das Unternehmen in den kommenden Monaten das beste Finanzjahr der Geschichte und das endet nun mal am 31. März 2025. Der erste Trailer ist also da, doch nach wie vor bleiben viele Fragezeichen zurück. Im Grunde wissen wir noch nicht mal konkret, ob Lucia vielleicht doch der einzige spielbare Charakter bleibt. Die meisten Gerüchte und Leaks haben sich jedoch bisher bewahrheitet, was für zwei steuerbare Figuren spricht. Auch über die Fortsetzung von GTA Online gibt's keine Neuigkeiten. Das Thema bleibt also über die nächsten Wochen und Monate heiß und sobald wir neue Infos haben, erfahrt ihr es natürlich direkt hier bei PC Games.